tatsächlich 4 ausgebildete Zimmermänner auf der Baustelle und 2 äußerst fähige Helfer. Und in wenigen Tagen errichten die uns jetzt die gesamten Wände. Die einzelnen Wandabschnitte, die werden vormontiert in der horizontalen und dann mit Hilfe unseres Krans, den wir hier für wenige Wochen haben, aufgestellt und auch erstmal fixiert. Also das heißt tatsächlich, dass das gesamte Konstruktionsgerüst innerhalb von 2 Wochen hier aufgestellt wird. Wir haben jetzt hier die letzten 2 Wochen Wände angefertigt. Also wir haben erstmal die ganzen Hölzer zugeschnitten und jetzt sind wir seit dieser Woche beschäftigt, die Wände aufzustellen. Man denkt ja immer Kran und es ist kompliziert und man braucht einen Kranführerschein und es kostet Tausende von Tausenden, aber es ist gar nicht so schlimm. Wir haben uns hier für eine Holzständerbauweise entschieden. Kombiniert mit einer traditionellen deutschen Fachwerkbauweise. Das heißt, wir haben hier die Streben einfach in die Ständer mit eingelassen. Das garantiert uns, dass die Wände sich nicht verformen, wenn wir sie aufstellen und dass das ganze Gebäude im Nachhinein schon ausgesteift ist. Also normalerweise wird im Holzständerbau eine Platte verwendet, um eine Scheibenwirkung zu erzielen. Aber bei uns verzichten wir auf Plattenwerkstoffe, da wir komplett diffusionsoffen bauen wollen. Das heißt, wir wollen keine Folien verkleben, wir wollen keine Dampfsperren oder Dampfbremsen hier mit einbauen und wir hoffen, dass das Gebäude so durch schön akklimatisiert wird. Heute haben wir fast die Hälfte dieser Wände hier aufgestellt. Dafür haben wir auch den Kran, der uns hier eine große Hilfe ist, weil die Wände doch relativ schwer sind. Also wir verwenden hier auch Vollholz, das heißt, es ist das Holz, so wie es aus dem Baum kommt. Es ist kein KVH, es ist nicht vorgetrocknet. Das heißt, man muss mit viel Schwundmaß rechnen. Man muss damit rechnen, dass die Hölzer sich sehr verziehen. Das heißt, beim Zusammenschrauben immer schön darauf achten, dass alle Hölzer in einer Flucht sind und bündig sind. Sonst hat man nachher Schwierigkeiten für die weiteren Arbeitsschritte. Wir haben ja sonst immer die Ständer längs gestellt. Und an den Wandanschlüssen kommt ein Ständer nochmal quer zwischen 2 Längsständer. Somit garantieren wir, dass wir die Wand schön nachher presst zusammenschrauben können. Wir haben hier oben eine kleine Aussparung gelassen. Da kann auch nochmal eine Überplattung von der Querwand hier oben mit rein. Das kann auch nochmal zusammengeschraubt werden. Und somit ist es auch garantiert, dass alle Wände im Wasser sind. Man sieht ja, dass sich das Holz natürlich verformt. Wir haben ja auch hier schon seit Tagen an die 30 Grad. Das Holz kam relativ frisch aus dem Sägewerk. Das ist natürlich zu bedenken, dass sich das Holz ziemlich verzieht. Aber wir versuchen eben trotzdem innen ziemlich bündig zu bleiben, dass wir nachher hier eine schöne Innenverkleidung in die Wände bekommen. Naja, die Bauweise, sie ist ein kleines bisschen kostengünstiger, als wenn wir jetzt KVH, also Konstruktionsvollholz, verwenden. Bei dieser Masse von Holz macht sich das natürlich schon bemerkbar. Noch ein weiterer Vorteil ist, dass wir nicht aus regionalen Sägewerken direkt das Holz bekommen können. Es muss nicht erst nochmal weitere Arbeitsschritte durchlaufen, wie zum Beispiel Trocknungskammer, was natürlich auch alles mit Energie und mit Kosten zusammenhängt. Der eine Vorteil ist ganz klar, dass man mit diesen einfachen Holzquerschnitten arbeiten kann, die also jedes Sägewerk liefern kann, die nicht kompliziert sind, also dass auch Hölzer sind, die nicht teuer sind, also, und die Hölzer als solches auch schlank sind, sodass man die wirklich gut handhaben kann. Das ist ein großer Vorteil. Und auch dieses einfache gerade Abschneiden mit der Säge und stumpf gegeneinander stoßen und verschrauben oder zu vernageln, das ist wirklich ein großer Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir hier alles direkt auf der Baustelle sozusagen fertigen können. Wir müssen es nicht über ein Ab- und Maß oder wir müssen es nicht in einer Halle vorfertigen, sondern man sieht ja hier, wir haben uns hier einen Tisch eingerichtet. Und wir brauchen an Maschinen eigentlich nur Kreissägen und Akkuschrauber. Und damit kann das Haus zum größten Teil gebaut werden. Wenn alles vorbereitet ist, kann man so ein großes Haus innerhalb von 3 Wochen hochziehen.
Das Wände aufstellen ist eine Woche, da liegen jetzt aber 4 Wochen Abbund und Holzvorbereitung davor. Das ist aber klar, ne, dass wir, damit haben wir gerechnet, dass es ungefähr so lange geht, dass man also die lange Vorbereitung braucht und dass es dann ziemlich schnell geht. Wir haben hier ein Sparrendach gebaut. Haben wir den innerhalb der letzten 2,5-3 Tage haben wir den jetzt gerichtet und ausgesteift. Heute findet hier unser Richtfest statt. Musste dieser Rede heute euch beiden lieben Zimmerleute, dem Meister und den wackeren Gehilfen ein wiederholtes Lebe hoch! 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 Hoch!